Diese Dinger, die wir uns da eben alle angeschaut haben, das waren alles Beispiele für Gruppen. Die Überschrift hatte ich ja schon mal hingeschrieben. Und vielleicht fassen wir jetzt mal zusammen, was haben diese ganzen Dinger gemeinsam gehabt? Versuchen Sie mal so ganz grundsätzlich zusammenzufassen, auch wenn es Ihnen trivial erscheint, das zu erwähnen, was wir jeweils in all diesen Dingern immer gemeinsam hatten. Es gibt ein neutrales Element. Wir hatten immer ein neutrales Element in unseren Gruppen. Bei den Symmetrien war das die Identität. Bei den Z-Dingern war das immer das Ding, was wir 0 genannt haben. Als wir mit der Multiplikation gerechnet haben, war es die 1. Und bei den Permutationen war es auch die Identität, aber natürlich eine andere Identität als die von den Dreiecken. Das ist ganz wichtig. Das ist das, werde ich gleich nochmal genauer erklären, was man eine innere Verknüpfung nennt. Wir haben immer sowas gehabt, was, wenn Sie wollen, können Sie das als Rechenzeichen bezeichnen oder wie immer Sie wollen. Mal hieß es Plus, mal hieß es Mal, mal hieß es Kulla. Aber das hat immer die Eigenschaft gehabt, damit werden zwei von den Dingern, die ich hatte, verknüpft und es kam wieder eins von den Dingern raus. Ja? Es ist nicht auf einmal passiert, dass durch diese Operation was rauskam, was vorher nicht da war. Wenn ich zwei Symmetrien des Dreiecks verbinde, kommt wieder eine Symmetrie des Dreiecks raus. Wenn ich zwei Permutationen der Menge m verknüpfe, kommt wieder eine Permutation der Menge m raus. Darum sagt man, das ist eine innere Verknüpfung im Sinne von, es kommt nichts Neues raus. Ganz wichtig. Also die eine Sache, die noch fehlt, ist sowas von offensichtlich, dass Sie wahrscheinlich alle gar nicht drauf kommen, das überhaupt zu erwähnen. Wir brauchen erstmal überhaupt irgendwelche Dinge, mit denen man was machen kann. Das heißt, die Grundvoraussetzung, die wir haben, wir brauchen überhaupt irgendeine Menge von Dingen, ja? Mindestens eine Sache. Also wir haben irgendeine Menge mit mindestens einem Element. So, und es gibt noch zwei Eigenschaften, die jetzt nicht mehr so völlig offensichtlich sind. Dann will ich Ihnen nochmal einen Tipp geben. Wir haben ja einige Tabellen wirklich vollständig ausgefüllt, einige noch nicht, aber Sie können das zu Hause machen. Sie werden feststellen, dass alle Tabellen in unseren Beispielen magische Quadrate waren. Magische Quadrate im Sinne von in jeder Zeile und in jeder Spalte taucht jedes Ding genau einmal auf. Können Sie sich noch entsinnen, was das bedeutet, dass das ein magisches Quadrat ist? Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Was bedeutet das in Bezug auf unsere Verknüpfung, dass jedes Ding wirklich einmal vorkommt? Dass wir jede Gleichung lösen könnten, hieß das, ne? Und das kann man auch andersrum sich überlegen. Das bedeutet, dass es zu jedem Element ein Inverses gibt. Dass wir immer wenn wir irgendwas umdrehen wollen, brauchen wir nur in der Tabelle nachzuschauen, weil wir wissen, dass jeder Eintrag in jeder Zeile und Spalte irgendwo vorkommt. Darum können wir jede Gleichung lösen, was wiederum heißt, jedes Element hat ein Inverses. Bezüglich der Verknüpfung. Ja? Bezüglich der Verknüpfung, die uns jeweils gerade interessiert. Dann gibt es noch eine Eigenschaft, die man auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Ich habe sie am Anfang der Stunde kurz erwähnt. All diese Verknüpfungen, die wir da haben, sind assoziativ. Das sieht man der Tabelle nicht auf den ersten Blick an. Ja? Das ist aber eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, ohne die man, habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich gar nicht erst anfängt, sich sowas anzuschauen. Also die Verknüpfung, die wir haben, ist assoziativ. Das bedeutet, sie entsinnen sich, es ist egal, wie man die Klammern setzt. Ja? Und dann schreibe ich vielleicht nochmal dazu in Klammern, das gehört eigentlich nicht dazu, aber zur Erinnerung, die Verknüpfung muss nicht kommutativ sein. Nicht unbedingt. Kann sie sein? Die ersten Beispiele waren alles welche, in denen wir kommutative Verknüpfungen hatten. Aber am Ende habe ich Ihnen einige gezeigt, die Permutationsgruppe und die Symmetrien des gleichseitigen Dreiecks, die nicht kommutativ waren. Also das ist was, was wir nicht unbedingt fordern. Wenn das auch noch kommutativ ist, umso besser. Ja? Aber das muss nicht so sein. Wenn ich diese Eigenschaften habe, ich habe eine Menge von Dingen, egal was für eine Menge das ist. Ich habe auf dieser Menge eine innere Verknüpfung, das heißt, ich habe irgendeine Möglichkeit, immer zwei zu verknüpfen, sodass ein Ding rauskommt, was wieder zu der ursprünglichen Menge gehört. Das nennt man eine innere Verknüpfung.
Wenn diese Verknüpfung dann auch noch assoziativ ist, wenn es dann auch noch ein neutrales Element gibt, und wir werden gleich nochmal uns überlegen, dass es dann nur genau eins geben kann, und wenn schließlich jedes Element ein Inverses hat, sodass ich immer jeweils durch Verknüpfung wieder auf das Neutrale komme, wenn diese ganzen Voraussetzungen zusammen erfüllt sind, dann sagt man, dieses Ding ist eine Gruppe. Und das ist dann eine ganz bestimmte Art von Struktur, die in der Mathematik sehr häufig gebraucht wird und gerne untersucht wird. Und wenn dann schließlich noch diese Eigenschaft in Klammern dazu kommt, dass das auch noch kommutativ ist, was mal passieren kann und mal nicht, dann nennt man das Ding eine kommutative Gruppe. Oder man sagt manchmal dazu auch eine abelsche Gruppe, benannt nach dem berühmten norwegischen Mathematiker Abel. Vielleicht gucken wir uns nochmal unsere ganzen Beispiele an und arbeiten mal so ein bisschen raus, was man hier so sehen kann. Also zum Beispiel das erste Beispiel gleich, das hier. Was ist unsere Menge? Unsere Menge ist in diesem Fall Z2, ist klar. Was ist unsere Verknüpfung? Das ist Plus. Dass das eine innere Verknüpfung ist, sieht man immer daran, dass hier in der Tabelle innen drin nur die Dinge auftauchen, die auch hier außen schon standen. Das nichts weiter heißt innere Verknüpfung. Wenn hier jetzt auf einmal 3 stehen würde, dann wäre es keine innere Verknüpfung mehr, weil was rauskommen könnte, was oben gar nicht steht als Operand. Also wir haben eine Menge und eine Verknüpfung. Und wie ich schon sagte, dass die Verknüpfung assoziativ ist, kann man der Tabelle nicht so ohne weiteres ansehen. Das müsste man wirklich überprüfen. Das glauben wir jetzt mal. Aber wir können sehen, was das neutrale Element ist, nämlich die 0. Neutrales Element ist in diesem Fall die 0. Und was sind die Inversen? Da können wir uns ja vielleicht mal so eine kleine Tabelle machen. Das sind die Elemente und die Inversen dazu. Das Inverse zur 0 ist was? Was muss ich zur 0 addieren, damit 0 rauskommt? Aha. Und was muss ich zur 1 addieren, damit 0 rauskommt? 1. Vielleicht sollte ich nochmal, bevor wir uns die weiteren Strukturen angucken, das ein bisschen genauer spezifizieren. Ich habe das hier so ein bisschen locker gemacht. Was meint man mit neutralem Element und inversem Element genau? Also die Menge, der habe ich hier oben, glaube ich, noch keinen Namen gegeben. Meine Menge nennen wir mal G wie Gruppe. Und wenn wir ein neutrales Element haben, dann nennen wir das vielleicht mal E. Die Verknüpfung muss ja auch irgendeinen Namen bekommen. Wir hatten ja eben schon ganz unterschiedliche Verknüpfungen, habe ich ja schon gesagt, plus, mal und so weiter. Und damit wir jetzt nicht an eine bestimmte Verknüpfung denken, sondern diese Verknüpfung nur als Platzhalter für alle möglichen Verknüpfungen sehen, nehme ich jetzt mal ein Zeichen, das wir noch gar nicht benutzt haben. Ich nenne die Verknüpfung mal kurz so. Nur damit wir jetzt beim Schreiben nicht an eine bestimmte Verknüpfung denken, sondern uns vorstellen, da könnte man jede einsetzen. Das ist ein Platzhalter für Verknüpfungen. Was bedeutet es, neutrales Element zu sein? Neutrales Element bedeutet, E verknüpft mit A muss A sein. Und A verknüpft mit E muss auch A sein. Das ist das, was es ausmacht, ein neutrales Element zu sein. Ja? Das macht bei der Verknüpfung sozusagen gar keinen Unterschied. Es kommt wieder das raus, was vorher schon da stand. Und wenn wir ein neutrales Element haben, dann können wir auch sagen, was ein inverses Element ist, zu einem bestimmten Element, zu A. Dieses hier ist gemeint, das muss gelten für alle A, was immer ich nehme aus meiner Gruppe. Jedes Element muss diese Eigenschaft erfüllen in Relation zu A. Inverses Element zu A heißt immer, zu jedem Element kann ich ein bestimmtes finden mit der Eigenschaft. A verknüpft mit diesem inversen Element muss das Neutrale ergeben und auch umgekehrt, das inverse Element verknüpft mit A muss wieder das Neutrale ergeben. Jetzt ist nur noch die Frage, wie schreibe ich dieses inverse Element hin? Da müsste ich jetzt auch wieder möglichst eine Schreibweise finden, die nicht so aussieht wie etwas, was wir sonst immer benutzen. Darum nenne ich das mal zumindest temporär A'.
Also das inverse Element zu A nenne ich jetzt mal nur für den Anfang A'. Das ist also so gemeint, A verknüpft mit A' muss E ergeben, A' verknüpft mit A muss E ergeben. Und das hatten wir eben gerade in unserem ersten Beispiel. Das inverse Element zur 0 ist die 0, weil 0 verknüpft mit 0 die 0 ist. Und das inverse Element zur 1 ist die 1, weil 1 verknüpft mit 1 die 0 ist. Es muss immer das Neutrale rauskommen. Nehmen wir vielleicht mal das hier. Erste Frage, was ist hier überhaupt unsere Menge? Die Menge sind, das kann man immer der Tabelle schon ansehen, das sind die Dinger, die da oben stehen. Also die Menge, die Grundmenge, mit der wir hier arbeiten, ist die Menge mit den drei Elementen Identität, D120, D240. Oder man könnte auch sagen, G ist die Menge der Symmetrien, die Menge der Drehsymmetrien eines gleichseitigen Dreiecks, wie immer Sie das nennen wollen. Die Verknüpfung ist auch klar, die Verknüpfung ist in diesem Fall Kuller, also nacheinander ausführen. Was ist das neutrale Element in diesem Beispiel? Die Identität, genau. Und jetzt können wir uns wieder eine Tabelle machen und jeweils für jedes Element hinschreiben, Element und das Inverse dazu. Vielleicht mal zuerst, ich glaube, das sehen Sie schon, was ist immer das inverse Element zum Neutralen? Das Neutrale selbst, ne? Weil neutral plus neutral ist wieder das Neutrale. Also das ist immer klar, dass hier das Inverse dazu das sein muss. Was ist das Inverse zu D120? Also wie kann ich sozusagen die 120-Grad-Drehung wieder rückgängig machen? 240, ne? Also was muss ich nach der Drehung um 120 Grad ausführen, damit es so war, als hätte ich gar nichts gemacht? 240 Grad. Und was ist dann die inverse Drehung zu 240 Grad? 120. Genau. Und vielleicht noch ein Beispiel. Nehmen wir das hier. Stellen Sie sich vor, weil es hier alles durchgestrichen hätte, hätte ich nicht durchgestrichen. Die Grundmenge, schreibe ich jetzt nicht nochmal hin, ist die Menge mit diesen vier Elementen. Also G besteht aus der Identität der Drehung um 180 Grad S1 und S2, also die Menge der Symmetrien eines Rechtecks. Die Verknüpfung ist Kuller. Das neutrale Element, das haben wir inzwischen alle verstanden, ist die Identität. Aber vielleicht machen wir testweise nochmal eine kleine Tabelle und schreiben uns jeweils hin Element und Inverses dazu. Identität, Invers dazu ist die Identität, das ist klar. Zu der Drehung um 180 Grad, was ist dazu invers? Ja? Genau, einfach nochmal um 180 Grad drehen, bin ich wieder am Ausgangspunkt angelangt. Und was ist zum Beispiel bei Spiegelung 1, hier das Bild nochmal, Spiegelung 1 war die an der blauen Achse, was ist dazu invers? Nochmal Spiegelung 1, ne? Und bei Spiegelung 2 ist es genauso. Das ist bei Spiegelung immer so, wenn ich spiegele und nochmal spiegele, kommt wieder die Identität raus. Also hier haben wir zum Beispiel eine Gruppe, das konnten wir an dieser Diagonale hier schon erkennen, wo jedes Element zu sich selbst invers ist. Jedes Element hat die Eigenschaft, wenn ich es zweimal, also wenn ich es mit sich selbst verknüpfe, kommt das Neutrale raus. Und so könnten Sie jetzt, das sollten Sie auch vielleicht mal übungshalber machen, auch die anderen Tabellen durchgehen und jeweils gucken, was ist das neutrale Element, was ist das inverse und so weiter. Nee, hatten wir ja hier eben schon mal am Anfang gleich. Wo war's? Hier. Das ist ja auch eine, das sind ja auch Symmetrien von einer Figur, von dem Dreieck. Und da ist ja das Inverse zu 120 Grad, 240 Grad gewesen. Also nicht genau das Gleiche, ne? Ja, ich glaube, bei den Beispielen schauen Sie mal selbst und gucken, dass Sie ja da jeweils die Begriffe wiederfinden. Und wir merken uns mal, dass der zentrale Begriff, mit dem wir uns jetzt ein bisschen länger beschäftigen werden, der Gruppe ist.